Und herzlich willkommen bei GartenTV. Heute werden wir die Aubergine pflanzen. Die kommt hier in den 12-Liter-Kübel. Man kann auch schon gut sehen, die hat schon richtig schöne Blüten gebildet. Wenn man sie sehen kann, hier. Aber die Blüten haben Stacheln. Und jetzt wird es höchste Eisenbahn, dass sie gepflanzt wird. Das machen wir jetzt und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Als erstes werden wir den Kübel mit Kompost befüllen. Der sieht so aus. Das Schöne ja im Kompost ist ja, dass es davon genug gibt, organisch ist und torffrei und deshalb habe ich mich diesmal für Kompost entschieden, statt Blumenerde. Blumenerde wird hier auch noch reinkommen, aber ganz, ganz bisschen nur. Und das ist auch noch eine Blumenerde, die ist Torf reduziert. Das werdet ihr auch gleich an der Farbe sehen. So, jetzt kommt die Blumenerde. Und jetzt werdet ihr auch den Unterschied sehen. Was ist das denn hier? Was ich auch meine, die ist Torf reduziert. Da sind 60% Kokosfasern drin und 40% Torf. Und also hier sind 60% Kokosfasern, 20% Torf und 20% Kompost mit drin und die eignet sich jetzt hier sehr, sehr gut. Da sieht man auch Kokosfasern und so. Und jetzt kommt nur noch der Dünger und zwar einmal den Naturdünger. Da kommt eine halbe Hand rein und einmal eine halbe Hand Rinderdung. Sieht aus wie Kaninchenfutter von den, oder wie dieses Futter aus den Streichelzoos. Gebe ich auch eine Hand rein. Vermische das einmal kurz. So. Und jetzt können wir pflanzen. So. Wie pflanzt man jetzt eine Aubergine? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir machen uns erstmal ein Loch in der Mitte vom Topf oder auch im Beet. Dann nehmen wir sich die Aubergine aus dem Topf raus. Man sieht auch hier richtig guter Wurzelballen. Und man sieht auch, wie nass der ist. Ich habe den nochmal in Wasser getränkt vorher. Sollte man auch machen. Jetzt habe ich den ein bisschen geöffnet. Und jetzt kommt die Aubergine hier rein. Ein bisschen tiefer setzen, wie er vorher war. Und einpflanzen. So. Und das war's auch schon. Jetzt wird nur noch angegossen. Schön durchfeuchten. Und das war's auch schon wieder. Also das war's jetzt. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei GartenTV. Abonnieren nicht vergessen, Kommentare lassen, Anregungen, Tipps, Daumen hoch da lassen. Und ich sage tschüss, bis bald.